Ich bin hier bei Hagen Marcel von der Feuerwehr Hörbranz. Was ist genau passiert? Also am Donnerstagabend haben wir so gegen 6:30 die Alarmierung gekriegt, dass eben eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl ist. Daraufhin sind wir dann ausgefahren, innerhalb von kürzester Zeit. Und dann bei der Situation bei der Ankunft war so, dass halt wirklich der Rauch da am Giebel und überall raus ist. Im Keller drunter, halt es brennt. Und im Moment ist man dran, um das ablöschen, beziehungsweise das Gebäude rauchfrei machen. Gab es auch Verletzte? Verletzte hat es keine gegeben. Zuerst hat es geheißen, ja, eventuell eine Person vermisst, aber das hat sich dann übrig gehabt. Kann man so schon sagen, dass der Brand unter Kontrolle ist? Jetzt inzwischen wird das schon, ja. Ist unter Kontrolle.